Bei einem erneuten Terroranschlag in der Türkei sind heute in Cizre 11 Menschen getötet und 78 weitere verletzt worden. Ziel der Attacke war das Polizeihauptquartier. Die meisten Opfer sind Polizisten. Cizre liegt im Südosten des Landes, nahe der Grenze zu Syrien. In der Stadt leben vor allem Kurden. Zu Jahresbeginn war türkisches Militär dort massiv gegen mutmaßliche Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgegangen. Die Wucht der Bombe hat das mehrstöckige Polizeigebäude völlig zerstört. Immer wieder sind Detonationen zu hören, wenn Waffen und Munition, die in der Polizeistation gelagert waren, explodieren. Die Bombe soll in einem LKW versteckt gewesen sein, der von der Polizei kontrolliert wurde. Nach Angaben des Gouverneurs der mehrheitlich von Kurden bewohnten Provinz Schirnak war es ein Selbstmordattentat. Inzwischen hat sich die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu dem Anschlag bekannt. Für die türkische Regierung stand das schon vorher fest. Bei einem hinterhältigen Angriff der kurdischen PKK auf eine Polizeiwache in Cizre haben 11 Polizeibeamte ihr Leben verloren. Wir werden einen unerbittlichen Krieg gegen sämtliche Terrororganisationen führen. So startete die türkische Armee am Mittwoch in Nordsyrien eine Großoffensive gegen Stellungen der Terrormiliz IS. Aber die Operation Schutzschild Euphrat richtet sich auch gegen das Vorrücken syrischer Kurden. Die Türkei will weitere Gebietsgewinne der Kurden verhindern und damit ein zusammenhängendes Kurdengebiet. Türkische Medien berichten, dass die Armee auch Einheiten syrischer Kurden beschossen habe.